Hallo Leute, wie ihr vielleicht seht, ich habe die Let's Play-Übersicht fertig. Und jo, wie man sieht, eigentlich erklärt sich von selber, ich gehe aber trotzdem noch mal auf ein paar Sachen drauf ein. Bei aktuell zum Beispiel Stalker Call of Pripyat ist ein bisschen heller, dahinter steht auch pausiert, das ist, weil es aktuell pausiert ist. Ansonsten hat die normale Farbe wie bei The Witcher 3 und Dark Souls 2. Geplant sind die Games, die ich aktuell geplant habe, noch zu machen. Das sind jetzt nicht ganz so viele, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Wird natürlich auch noch mit der Zeit anwachsen und manche rutschen auch von vielleicht auf geplant. Aber die habe ich geplant. Die Reihenfolge ist nicht ausschlaggebend. Also es ist einfach nur, ja, so geordnet. Es sagt nicht, dass als nächstes Alan Wake kommt, sondern eines derer wird dann wohl als nächstes nach einem kommen. Es sei denn, ich habe noch was Neues, was ich noch nicht mit drin habe. Dann kann auch sein, dass noch was, ja, reinkommt, was hier noch gar nicht drauf steht. Bei vielleicht sind die, die ich vielleicht Let's Playen werde, wo ich mir aber selber noch nicht ganz sicher bin. Und die können auch, ja, kann auch sein, dass die gar nicht kommen. Gegenüber geplant, die werden auf jeden Fall irgendwann mal kommen, weil vielleicht ist es wirklich nicht sicher. Niemals, erklärt sich von selber, was niemals kommen wird. Ja, Call of Duty, der Multiplayer, nee. LOL, Dota, Heroes of the Storm, generell alle MOBAs, weil ich mag keine MOBAs, ich spiele es überhaupt nicht. Alle Spiele von Nintendo, das hat gewisse andere Gründe. Nicht, weil ich die Spiele nicht mag, sondern einfach, ja, da ist auf YouTube, sagen wir mal, die sind nicht ganz so nett zu Let's Playern und wollen da noch Einnahmen haben und dies und das und das ist mir, gut, ich habe aktuell eh keine Einnahmen, aber das ist mir ein bisschen zu viel hin und her, deswegen werden die vorerst niemals kommen. Happy Wheels und Slender sowieso und ähnliche Spiele auch. Und die beendeten, ja, Minecraft Portal, Stalker Shadow of Chernobyl und Stalker Clear Sky. Da stehen jetzt nicht alle drin, die ich schon gemacht habe. Denn ein paar musste ich zwischendurch abbrechen. Die habe ich auch nicht mit reingenommen. Und ja, die haben kein vernünftiges Ende. Deswegen tauchen die hier auch gar nicht wirklich auf. Das sind nur welche, naja, die gammeln da noch so vor sich hin, würde ich mal sagen. Und in der letzten Reihe habe ich Vorschläge. Da könnt ihr, da ich, ja, Vorschläge. Vorschläge machen, was ich denn Let's Playen soll. Das kann man ganz einfach über die Kommentarfunktion machen. Also man macht einfach Rechtsklick auf die Zelle und sagt dann Kommentar oder klickt dann auf Kommentar und dann kann man einen Kommentar schreiben. Und ich sehe es dann und werde es mir anschauen, werde dann auch die Kommentare richtig reinschreiben, denn was da reinschreiben könnt ihr nicht, sondern nur die Kommentare. Und werde es dann vielleicht auch direkt in die Liste von geplanten, vielleicht niemals beendet aufnehmen, je nachdem. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch noch auf mir auf Twitter schreiben, welches Spiel ich mal Let's Playen soll. Und auch in den Kommentaren. Das ist aktuell auf jeden Fall noch möglich. Später wird es, ja, wenn es mal mehr wird mit den Kommentaren, wird es natürlich ein bisschen unübersichtlicher. Dann ist es hier am besten. Also generell ist es am besten, es hier reinzuschreiben. Wenn ihr da nicht wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare oder bei Twitter oder wie auch immer es mir irgendwie zukommen lassen. Gut, das war's soweit. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Ich denke, die Liste beendet. Die muss noch ein bisschen gefüllt werden. Eindeutig. Die aktuelle wird leider, ja, aktuell nicht groß weiter anwachsen, denn 3 ist für mich schon ein bisschen viel eigentlich. Aufgrund des Uploads. Aber mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der Let's Plays. Okay, noch ganz kurz, ich habe noch vergessen zu sagen, wo ihr es denn findet. Ihr findet die Übersicht ganz einfach, indem ihr einfach auf meinen Kanal geht und wo ihr wahrscheinlich schon drauf seid gerade. Und dann rechts oben beim, ja, Kanalbanner würde ich mal sagen. Seht ihr Let's Play Übersicht mit so einem grünen, ja, grünen Quadrat. Da einfach draufklicken und dann seid ihr schon in dem Dokument.